8 Promovid Basketball Club, Heiligenhafen Camp 2012, Jonathan Biron, 94er Jahre hier am Start. Du warst dieses Jahr das erste Mal mit. Wie fandest du es? Was waren deine Eindrücke? War auf jeden Fall gut angestrengt. Hat sich aber, glaube ich, gelohnt, die ganze Anstrengung, weil ich spiele jetzt irgendwie jeden Muskel. Und ich denke mal, dass die gut starten wird durch das Camp. Perfekt. Was war deine Inspiration mitzufahren? Naja, ich habe jetzt so in den Sommerferien so wenig Sport gemacht, so als ich. Ich dachte mir, naja, diese Saison wollte ich noch, habe ich halt noch Schule und so, und dann habe ich nicht so viel Zeit zu trainieren, also mache ich jetzt noch das Sommercamp mit. Perfekt, nice. Gibt ja verschiedene Sessions. Wir haben jetzt 13 Sessions in den letzten 5 Tagen gehabt, plus Spiel, also 14. Something about the game. Erzähl ein bisschen was über das Spiel gestern. Wie lief's? Ja, lief eigentlich soweit ganz gut. Also, für mich persönlich so in der Defense lief's gut. Also, ich konnte meine Männer gut verteidigen und so. Aber als Offense, was ich eigentlich verbessern wollte, hat es nicht so geklappt. Okay. Und war insgesamt so Teamleistung? Was sagst du? Super. Was sagst du so über Defense? Wir haben ja ganz, ganz viel Defense im Vorhinein trainiert gehabt. Ja, ich denke mal, es hat sich gelohnt. Wir haben wieder gut verteidigt gekriegt, haben keine Fastbreaks eingekriegt. War gut. Perfekt. Deine Lieblingstrainingseinheit hier auf dem Camp? Lieblingstrainingseinheit war wahrscheinlich das dabei. Okay. Und die Einheit, die du am meisten gehasst hast, also wo du ein bisschen Angst hattest und zweitens eventuell auch die dich ein bisschen fertig gemacht hat? Naja, ganz sicher das Treppensteigen. Also als ich davor stand, dachte ich mir erstmal, das wird richtig hart, aber als ich mir die 20 Kilo Steine in die Hand gedrückt habe, dachte ich, das wird nichts mehr. Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und wünsche dir eine gute Heimreise. Wir gehen jetzt noch ins Schwimmbad und dann sind wir so gegen 16 Uhr am Bahnhof und fahren nach Berlin. Vielen Dank.